Seid ihr bereit für das größte Wager-Match der deutschen FIFA-Community? Rekordbreaker Miroslav Klose gegen Cristiano Ronaldo. Spartiaten, auf in den Kampf! Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum 7. Wager-Match um Rekordbreaker Klose. Ja, meine lieben Freunde, ich bin sowas von nervös. Heute geht es einfach um den blauen Klose. Wir setzen unseren Cristiano Ronaldo. Es geht heute ran gegen Venom FIFA. Der hat uns gefragt, ob wir gegen ihn sein 1000 Abonnenten-Special machen wollen. Und da habe ich natürlich gesagt, ja. Und dann meinte er, wie wäre es mit einem Wager-Match um Klose? Ich so, was? Alter Junge. Boah, und ich habe das auch noch angenommen, ich Idiot. Also wir setzen Cristiano Ronaldo. Wenn wir das Spiel verlieren, ist einfach unser Ronaldo weg. Aber FIFA 14 neigt sich sowieso dem Ende zu. Von daher muss da nochmal ein bisschen Spannung her mit so geilen Spielern, ey. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich schon mal sagen, sehen wir uns doch gleich direkt im Spiel wieder. Wir werden auf jeden Fall noch im Spiel unseren Di Maria Team of the Season einwechseln. Alles klar, Freunde, bis gleich. Fuck, Freunde, er ist da, Alter. Ey, ich bin so nervös, ey. Puh, Kopf hoch, Freunde. Wir schaffen das. Wir geben uns jetzt Mühe. Wir holen uns den Sieg. Freunde, ey. Ich bin so am Zittern, Alter. Ohne Witz, ey. Es wird jetzt richtig krass werden, ey. Junge, Junge, ey. Ich bin mal jetzt auf sein Team gespannt. Ach du Scheiße, ey. Um den blauen Klose. Mal gucken, ob er ihn schon direkt im Team hat, ey. Scheiße, da ist er. Oh mein Gott. Guckt euch diese Karte an, Alter. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Boah, es ist ein richtig krankes Team. Viel Pace dabei. Freunde, das wird jetzt richtig schwer werden. Egal, wir geben unser Bestes. Wir dürfen Cristiano Ronaldo nicht verlieren. Los geht's! Fuck, Alter. Diese Nervosität, ey. Diese Nervosität. Fuck, Alter, es geht um Ronaldo. Neiser, Ronaldo, zeig mal, warum du unserem Team bleiben willst. Ronaldo. Scheiße, der erste Schuss hier. Cristiano, du bleibst bei uns, Junge. Komm, jetzt haben wir Modric. Komm. Modric, geh. Komm. Ja, Luka Modric. Nein, Alter, Mann. Ey, diese Chancen müssen wir nutzen, ey. Guck mal, achte mal da drauf. Scheiße. Komm, jetzt. Unten läuft jetzt hier Ronaldinho, Gaucho, El Maestro, Maiadinho. Oben Ronaldo. Ronaldo, Cristiano. Ey, Freunde, Mann. Ey, ich bin so nervös unter Adrenalin. Das glaubt ihr gar nicht. Wie bei Crank, ey. Oh, wunderschön ist das. Das ist Fußball. Ey, Mann, ey. 4 gute Chancen und da geht keiner rein. Guarin! Boah, erste Chance hier vom Gegner. Oh, fuck, Klose! Oh mein Gott, hast der einen Schuss drauf, ey. Ach du Kacke, wir dürfen auf jeden Fall Klose nicht zum Kopfball kommen lassen. Der hat da 99. Das war's. Ah! Komm, Jobson? Freistoß. Egal, Di Maria macht das. Di Maria schickt jetzt Ronaldo durch. Ronaldo! Nein, Alter, Mann, da muss doch jetzt mal einer reingehen. Scheiße! Der Ball ist noch heiß wie eine Bratkartoffel. Zumba Neymar, ach hier Neymar. Scheiße, was machen wir hier, Freunde? Scheiße. Oh mein Gott, Neymar geht hier durch. Zumba Neymar, Golasso. Zumba Neymar nimmt sie alle auseinander hier. Guckt euch das an, wie er sich hier durch 2 Mann durchsetzt. Und dann schiebt er das Ding in ein. 1:0 hier. Jetzt Zumba Neymar, unten geht Di Maria. Was ein Pass hier, Di Maria, oben steht jetzt wieder Ronaldo. Ronaldo. Ach, Jobson noch am Ball, komm, jetzt machen wir das 2:0, Freunde, mit Ansage. Jetzt die Flanke hier auf Cristiano, Di Maria, 2:0, Schlag auf Schlag, Alter, geil, ey. Junge, 2:0 zur Halbzeit, ey, Junge, Di Maria, ich kann es nicht glauben, Alter, hammergeil. Zack, oben geht hier wieder Angel Di Maria, der ist schnell, komm, das wird, guck mal, scheiße, neuer, geil, ey, was ist da für ein Kuddelmuddel gewesen, Alter, meine Arschhaare sind am Schwitzen. Freunde, die erste Halbzeit ist vorbei. Wir führen 2:0 zur Halbzeit. Besser geht's gar nicht. Ey, meine Stimme ist schon fast weg. Ey, ich bin hier so am Schwitzen. Ich bin einfach sowas von nervös, ey. Statistik gesehen sind wir ein bisschen besser gewesen. Der Gegner hätte auf jeden Fall auch ein Tor machen können. Jetzt starten wir in die zweite Halbzeit. Wir müssen uns das Ding holen. Wir müssen Klose gewinnen. Oh nein, Balotelli abgefälscht. Ich hasse diese Ecken. Ich kann schon riechen, dass ein Tor kommt. Irgendwas passiert jetzt. Guck. Oh mein Gott, weg. Der kommt ja sogar noch an, Alter. Auf Rille, Hashtag. Komm jetzt hier. Komm, jetzt mach mal was hier. Neymar, komm. Geh da vorbei. Neymar, komm, geh da vorbei, Junge. Komm. Wer was bin? Neymar! Ah, fast durchgesetzt hier. Schade. Nein, Ibabo! Ey, der Gegner ist gerade so am Drücken, Mann. Gleich klingelt's. Nein, Klose. Wow! Boah, scheiße.
Nein, nein, Cherchi, zieh ihn runter. Zieh ihn einfach runter und es gibt keinen Elfmeter. Klose. Jetzt geh, Ronaldo. Geh. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Overstep right left. Cristiano Ronaldo. Roulette geht vorbei. Ronaldo. 3:0 die Entscheidung, Alter. Klose. Leck mir doch die Klöße, Alter, Junge. 3:0 Cristiano Ronaldo. Ey, ich flipp aus. Nein. Cherchi! Boah. Der Gegner hat aber ganz schön viel Pech, ey. Hey, Macarena. Junge Freunde, ich kann's nicht glauben. 3:0, wir haben Klose. Realiert, sieht euch das mal. Und jetzt noch das 4:0. Lalala. Mit Ansage, Alter. Klatsche, Junge. Oh mein Gott, 4:0. Ey, ich kann's nicht glauben, Alter. Ich kann's nicht. Ey, Freunde, glaubt ihr das? Nein. Ich komm nicht klar, Alter. Klose. Junge, wir haben bisher das größte Wager-Match der deutschen FIFA-Community. Haben wir einfach gewonnen. Wir haben Klose gewonnen. Wir haben Klose. Junge, Freunde, wir haben gewonnen. 4:0. Miroslav Klose jetzt in unserem Team. Aber schaut euch mal die Statistik an, Alter. 11:9, der Gegner 14:10. Der hätte auf jeden Fall ein paar Tore verdient gehabt. Oder wenn nicht sogar unentschieden, ey. Ja, 4:0 ist definitiv zu hoch gewesen. Aber ey, ich kann es nicht glauben. Schaut auf jeden Fall mal bei Venom FIFA vorbei. Der hat seine 1000 Abonnenten geknackt. Macht auch gute Videos. Lasst immer ein Abo da und ein Like. Ja, Freunde, Alter. Ey, wir haben gewonnen. Ich kann es nicht realisieren. Wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder beim Tauschangebot. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt gerade hier ein Tauschangebot erhalten. Ey, ich hoffe, das ist noch Klose. Ey, ich bin so am Zittern immer noch. Ey, das ist unglaublich. Ey. Komm, ja, da ist er. Klose, ey. Scheiße, das ist doch nicht wahr, oder? Klose, der blaue Rekordbreaker Klose. Schau euch mal diese Werte an. Oh mein Gott, Alter. Komm, Angebot annehmen. Da ist er, Klose. Woo! Freunde, Alter, das ist einfach nur kranke Scheiße. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann jetzt auch vom 7. Wager-Match. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut nochmal bei Venom FIFA vorbei. Und ich würde mich auf jeden Fall über 4000 Likes freuen für dieses geile Spiel. Oh mein Gott, ey, schaut euch mal diese Werte an. 99 Kopfball, 90 Tempo, 93 Schießen, 94 Dribbeln. Wie viele Sterne-Skills hat er denn? Was? 2 Sterne, Alter. Scheiße, also für Let's Skill können wir den schon mal nicht verwenden. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal ein Spiel mit dem testen, Freunde. Der muss auf jeden Fall jetzt mal richtig schön durchgenommen werden, der Klose. Bis gleich. Oh mein Gott, Alter. Schaut euch mal diese Ingame-Werte an. 99 Ballkontrolle, Abschluss 99, Kopfball, Elfmeter, alles 99. Ey, Hammer, genial. Klose. Boah, Junge, was hat der für Schüsse drauf? Sag mal, Klose am Ball, der 2-Sterne-Skiller. Macht dir die Ballrolle auf Rille mit der Ballrolle. Scheiße, komm. Komm, Klose geht jetzt da innen. Klose, guck mal, der durchzieht, Alter. Oh mein Gott, ey, der ist einfach nur krank. Jetzt hier Klose am Ball, der 2-Sterne-Skiller. Guck mal, der da durchzieht, Alter. Durch die Lücke und am Bam, Junge. Oh, Klose zieht durch. Klose, 2-Sterne-Skiller. Läuft da einfach vorbei. Guck mal, an Mats Hummels in Man of the Match. Und dann 1:0, ey. Ey, der ist richtig krass, der Klose. Schade, dass er nur 2-Sterne-Skills hat, ey, Mann. Guck mal, jetzt Klose-Kopfball. Jetzt kommt sein Kopfball. Guck jetzt, Klose-Kopfball. Guck mal, bam! Oh, der gewinnt echt jeden Kopfball, ey. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt schön den Klose getestet und muss sagen, das ist echt ein genialer Spieler. Der gewinnt da vorne jedes Kopfballduell, hat unnormale Distanzschüsse, hat die 5-Sterne-Skills. Nein, aber ich würde sagen, in so ein Skiller-Team passt Klose auf keinen Fall rein, weil der hat nur 2-Sterne-Skills, da macht er nur Übersteiger-Ballrollen. Von daher wäre das einfach nur Verschwendung für dieses Team. Dann müsste auf jeden Fall ein 5-Sterne-Skiller in den Sturm rein, so wie Neymar oder so. Ja, ich werde auf jeden Fall den Klose, denke ich mal, verkaufen oder mit denen noch ein paar Spiele in meinem Privatverein machen. Ich habe noch so ein Privatteam, so ein richtiges Sweaty-Team mit Ibavo, Storage und so weiter. Da ist er, glaube ich, besser aufgehoben. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle auch vom 7. Wager-Match. Meine Stimme tut richtig weh, mein Hals tut weh, alles brennt vom ganzen Geschreie. Wir haben es geschafft, wir haben Klose gewonnen. Auf jeden Fall wird es nächste Woche noch ein Wager-Match geben, Freunde, keine Sorge. Ja, ich würde mich auf jeden Fall wieder über 4000 Likes freuen. Und falls ihr auch noch Münzen, PSN-Cards oder Microsoft Points braucht, schaut unten bei uns in der Videobeschreibung vorbei. Ja, meine lieben Freunde, das war's von diesem richtig geilen Wager-Match. Haut rein, euer Inni ist raus, macht's gut und ciao. Oh, oh, oh.